Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu einer nächsten Folge von Batman Arkham Knight. Ich will eigentlich jetzt den Arkham Knight verfolgen, denn er hat ja das Orakel gekidnappt. Aber irgendwie kann ich die Quest hier nicht starten. Vielleicht müssen wir auch erst ins Batmobile rein, das könnte ja auch sein. Man kann auch einfach so ausweichen, das ist auch recht praktisch. Was bedeutet denn eigentlich, wenn der so grün ist? Ist das der Obermacker ist oder was? Huhu. So, wo müssen wir jetzt hin? Ah, jetzt haben wir es auch wieder auf dem Schirm hier, glaube ich. Genau, müssen wir jetzt mal dahin. Fliegen wir erstmal eine Runde, dann sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Können wir hier auf den Heli rauf? Was ist denn, wenn wir da in die Propeller reinfliegen? Passiert da was? Nee, es ging nicht. Aber gut. Aber gut, ist ja Wayne, ne? Was ist denn? Ich weiß trotzdem nicht, was das ist. Für den Einsatz des Cybers muss Batman auf beiden Seiten von Gebäuden umgeben sein. Ach, da kann ich mir nochmal Schwung holen oder wieder was? Was ist denn hier eigentlich? Hier war ich auch noch nie oben, ne? Alter, da ist der Joker auch schon wieder, Mann. Ich muss schon sagen, es ist gut, wieder hier zu sein. Gotham war ohne mich einfach nicht dasselbe, was? Scarecrow als größter Schurke der Stadt? Nicht mehr lange. Wo müssen wir denn hin? Ich glaube darüber, ne? Für das Batmobile meine ich. Bedrohungsstufe. Ich glaube, das war hier dann. Komm, 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 komm. Wo ist das Batmobile? Ah, das Batmobile ist so geil. Wo müssen wir jetzt hin? Ach, da hinten. Einfach alles kaputt machen hier. Einfach alles umfahren, was geht. Weiß trotzdem noch nicht, warum das Ding so langsam ist hier. Warum das Batmobile immer so extrem langsam ist. So, dann verfolgen wir mal eine Spur weiter hier, oder? Genau. Genau. Hast du jetzt genug, du Pisser? Sprich lauter, wir können dich nicht hören. Ihr werdet nicht gewinnen. Glaubst du immer noch, dass die Flippen Alter, wo ist der? Hinten? Müssen wir retten, den Typen. Müssen wir retten. Schusswaffen halten ihn nicht auf. Los, los, los. Mann, wo ist denn der? Er kommt nicht mal in die Nähe von diesem Ort oder von dir. Das Spiel ist aus, Freund. Wo ist denn der? Wo ist denn der Typ jetzt? Ach, da unten. Oder? Oh, sind die alle bewaffnet, Alter? Aber machen wir trotzdem kaputt. Komm, hauen um. Komm, hauen um! Alter, kann ich die nicht irgendwie ranziehen? Los! Komm, und der letzte hier. Nackenschelle. Das hat ja richtig gut geklappt, Alter. Komm, komm, wir retten dich. Wir retten dich. Ja, ja, ich bin doch schon da. Muss ich die Busse anklicken können. Es ist so schön, Batman zu sein. Es ist einfach so schön. Danke. Ich dachte, das war's. Diese Tiere.
Denken Sie nach. Können Sie sich an den Angriff erinnern? Der Chief schickte uns zurück in die Stadt, um nach Zivilisten zu suchen. Er sagte, wir lassen keinen zurück. Und auf einmal schlug so eine Art Feuerball in uns ein. Ich ging wohl K.O. Ich weiß nur noch, wie einer der Psychos eine Kippe auf mir ausdrückte. Hast du die anderen gefunden? Den Chief? Ich suche noch. Warten Sie hier. Jemand wird Sie in Sicherheit bringen. Also gut, haben wir wieder eine böse Tat vereitelt. Und wieder ein paar coole Punkte gekriegt. Aber wo sind wir jetzt stehen geblieben? Ah genau, wir müssen wieder in unser Fahrzeug einsteigen. Na komm. Yes, Volltreffer, Alter. Yes. Ja, da gibt es auf jeden Fall auch einen Erfolg wahrscheinlich, wenn man das, wenn man die alle mit einem Schuss so ausschaltet. Nein. Noch ein paar? Noch ein paar Leute hier, die auf die Fresse wollen was? Na komm. Ich hab keiner mehr. Auch da hinten. Ja. Oh. Ach, das war's schon. So, hier geht's rum. Super, Scarecrow ist im Fernsehen. Was finden diese Leute nur in Ansprachen? Wenn ich jemanden ausraube, kläre ich den auch nicht über die Technik des Stehlens auf. Primärziel gesichtet. Nördlicher Sektor von Miyagani Island. Batman hat eine Drohne zerstört. Dafür bezahlt er. Naja, ich bezahle schon für so viel. Noch irgendwie einer, der auf die Schnauze will hier. Da hinten kommt auch noch einer. Noch irgendwo? Irgendwo hier wird mir noch einer angezeigt, aber hier ist keiner. Doch, da. Nicht der Rede wert. Und wenn ich dich habe, bist du tot. Ja. Das Auto des Arkham Knight ist ausgewichen und da reingekracht. Da komme ich aber nicht rein, da komme ich nur ohne Auto rein. Dann nicht irgendwie das kaputt machen? Ne. Na gut, es ist mir ja wurscht. Ich kann auch zu Fuß ausrasten. Das Auto ist leer. Der Arkham Knight muss mit Oracle abgehauen sein. Ich sollte das Fahrzeug untersuchen. Okay. Was finden wir hier? Hier hat sie drin gesessen. Was ist da? Irgendeine Flüssigkeit oder was? Wenn ich hier rumgehen könnte, würde ich das ja gern scannen, aber es geht nicht. Müssen wir vielleicht von der Seite hier machen. Da ist irgendwas. Ah, wir können es rekonstruieren. Das Auto ist von der Straße abgekommen. Das Auto ist einfach so von der Straße abgekommen. Warum? Der Fahrer war anscheinend nicht angeschnallt. Ich sollte die Leiche suchen. Aha, er müsste hier irgendwo sein. Ist er da oben vielleicht irgendwo? Nee. Irgendwo hier muss er sein. Oder da hinten irgendwo. Hier liegt irgendwas. Hier liegt sie. Keine Beweise? Doch da. Spuren von Pfefferspray auf der rechten Gesichtshälfte des Fahrers. Oracle saß auf also dem hat sie ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Ich sollte den Bereich prüfen, wo sie gesessen hat. Ist denn hier hinten noch? Ist hier auch noch irgendwas? Was ist denn das? Ne, es ist nix. Also gut, dann müssen wir nochmal zurück. Wieder ganz zum Anfang. Wir haben ja am Anfang, oder wir wollten am Anfang schon den Beifahrersitz scannen.
Aber das wurde nicht zugelassen. Das Auto ist da gelandet, der Typ ist rausgeflogen. Die Tür wurde beim Aufprall abgerissen. Wenn ich die Stelle finde, an der sie gelandet ist, kann ich rausfinden, was passiert ist. Nur weil ich die Tür finde, oder was? Ist ja witzig. Tür müsste eigentlich hier hinten dann irgendwo liegen, gehe ich mal von der Flugbahn, gehe ich mal davon aus, dass die hier irgendwo liegen müsste. Da liegt sie. Sauber vom Wagen gerissen. Die Tür muss vor dem Unfall geöffnet worden sein. Oracle ist rausgekommen. Ich muss mir die Rekonstruktion ansehen und rausfinden, wo sie gelandet ist. Ach so, ich kann das so hier zurückspulen. Ah, okay. Warte mal. Ja, wie kann ich das denn jetzt zurückspulen? Ich spule ja schon, aber es passiert nichts. Ich drück L2, ich weiß aber nicht. Ja, keine Ahnung. Ah, warte mal. Genau, ah. Da ist sie raus, da ist sie gelandet. Na, hier ist doch hier gelandet. Hier jetzt. Oracle ist also vor dem Unfall aus dem Wagen raus. Oracle hat hier angehalten. Jemand hat auf sie geschossen. Ich sollte die Einschlagstelle nach ballistischen Spuren scannen. Da ist irgendwas, oder? Genau, da ist die Kugel. Das könnte der Arkham Knight sein. Das ist auch der Arkham Knight. Das Kaliber der Waffe stimmt mit der des Arkham Knight überein. Der Flugbahn- und Aufprallgeschwindigkeit nach war der Schütze in etwa so groß wie er. Aus dieser Distanz konnte er das Ziel nicht verfehlen. Ein Warnschuss. Ich habe etwas übersehen. Oracle wusste, dass sie nicht entkommen konnte. Aber der Unfall war Absicht. Sie muss einen Hinweis hinterlassen haben. Was denn für ein Hinweis? Wahrscheinlich, wenn sie weggeschleppt wird. Warte mal. Der Typ kommt. Nimmt sie auf. Schmeißt jetzt noch irgendwas zu Boden oder so? Hier? Nee. Die schmeißt bestimmt jetzt irgendwas runter. Oder auch nicht. Wo wird sie denn hingeschleppt? Na, da war es schon zu weit. Wie weit müssen wir dann noch zurückspulen? Sie wusste ja vorher gar nicht, dass der Arkham Knight sie dann noch holt. Warte mal. Also pass auf, das Auto kommt an. Sie fällt raus. Sie landet hier. Dann liegt sie dort. Sie steht auf, will wegkrabbeln. Sie versucht wegzukrabbeln. Und als sie dann bemerkt, dass ein Warnschuss fällt, legt sie sich auf den Boden, weil sie Angst hat und berührt sich nicht mehr. Und dann würde ich einen Hinweis auf den Boden legen, dass derjenige mich dann findet. Allerdings sehe ich nicht, dass sie irgendwas dorthin legt. Spätestens wenn der Typ mich aufhebt und mich wegschleifen will, lasse ich doch den Hinweis liegen. Sie hat noch nichts in der Hand. Hat sie da jetzt irgendwas hingelegt? Nee. Auch nicht.
wird sie getragen. Aber sie hat nichts fallen lassen. Warte mal, was war da? Auch nichts, ne? Als sie davon kroch. Ja, aber sie hat doch da nichts liegen lassen, als sie davon kroch. Als sie davon kroch. Und jetzt soll sie irgendwo was liegen lassen haben? Wo denn? Hier ist sie gelandet. Hier ist sie gelandet. Und dann ist sie losgekrochen. Ja, und wo hat sie jetzt einen Hinweis hinterlassen? Wo ist denn jetzt der Hinweis? Warte mal, hier. Da. Was hat sie denn da hingelegt? Mikrochip. Mr. Wayne. Lucius, Oracle hat ein Störgerät am Unfallort hinterlassen. Entschlüsseln Sie die Daten, um den Standort des Arkham Knight zu bestimmen. So etwas war eher Miss Gordons Spezialität. Ich sehe, was ich tun kann, aber das wird etwas dauern. Ich treffe Sie im Wayne Tower, wenn Sie soweit sind. Alfred, ich brauche ein Update zu Gothams Fahndungsliste. Ein Moment, Sir. Gut, diese beiden hier sind neu. Ein Vermummter wurde auf einem Dach in der Grand Avenue gesichtet. Er steht neben einem brennenden Bat-Symbol. Es wäre gut zu wissen, was dieser Eindringling ist. Freund oder Feind? Es gibt auch Berichte über einen Brand in der Feuerwache von Bristol. War wohl Brandstiftung, Sir. Der Strom wurde nämlich gekappt, sodass die Sprinkleranlage ausfiel. Sie sollten das überprüfen. Überall was los. Mission entdeckt. Was machen wir denn hier? Also hier ist ein Brand. Die Feuerwache in Bristol steht im Brand. Ja, das können wir mal machen. Jemand hat die Feuerwache in Bristol in Brand gesetzt. Ich muss das Feuer löschen und herausfinden, wer dahinter steckt. Ja, das machen wir ja gleich. Jetzt will ich aber erstmal hier eine Runde driften. Komme ich jetzt hier hoch? Ja. Bam. Und noch höher und noch höher. Und hier auch nochmal noch höher. So viele Waffen. Als hätte dir bei der Planung ein böser Clown etwas ins Ohr geflüstert. Nee. Stimmt, wir wollten ja noch so ein paar coole Stürze machen hier. Komm, die machen wir noch kaputt hier. Alter, von wo denn? Kann die Dinger auch nicht ausweichen? So eine Scheiße aber auch. Nein, jetzt bin ich gleich kaputt. Nein, verpiss dich doch mal! Alter, fährst du jetzt mal? Spring raus! Alter, er bewegt sich nicht! Mann, Mann, Mann! Aber manchmal ist Batman so lahmarschig. Ich muss zurück. Ist das jetzt? Weil das Batmobil jetzt kaputt ist, ist jetzt das Spiel aus, oder was? Ist jetzt Game Over, oder wie? Alles auf schwarz gesetzt. Oh Mann, Alter. Verstehe ich jetzt zwar nicht, gut. Bruce Wayne hätte eigentlich genug Geld, ja, aber nee. Er bringt sich um, wenn das Batmobil kaputt ist, hat sein Leben keinen Sinn mehr. Er braucht nichts mehr machen, er hört dann einfach auf. Ach, Mensch. Also wir müssen auf jeden Fall mehr Panzerung für unser Fahrzeug holen. Denn diese scheiß Drecksraketen knallen einfach zu sehr.
Gotham in Flammen. Die Quest habe ich eigentlich schon ausgewählt. Ich verstehe nicht, warum ich hier alles jemand 5-mal auswählen muss. Das nervt echt. Das nervt wirklich. Was ist da unten? Nix. Das Batmobil kann in diesem Gebiet nicht selbstständig fahren. Warum nicht? Hey, cool, da unten sind Gegner. Die machen wir doch platt, wenn uns keiner sieht. Kommen alle dreimal so auf die Schnelle. Ja, was ist mit den Typen da hinten? Die machen so einen auf cool. Die machen echt so einen auf cool irgendwie da hinten, ne? Wenn wir dem mal zeigen, was Sache ist. Batman ist hier! Das Batmobil kann in diesem Gebiet nicht selbstständig fahren. Na, oh, die haben alle wieder Waffen, Mann. Er hat keine Chance. Ja. Komm mal platt. Es ist vorbei, du Alter. Nein! Alter. Von wo denn schon wieder? Ich raff das nicht. Was war denn das jetzt? Und Gotham ist es auch. Alter, wir haben 75% weniger Schaden gegen Schusswaffen. Jetzt kommt irgendeiner daher, setzt 5 Schüsse auf mich ab und ich bin schon tot, oder was? Hat es jetzt dann überhaupt irgendwas gebracht, als ich das geskillt habe? Es ist... Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass ich das Batmobil zu Hilfe rufen kann und dass es jetzt so ganz elegant, so richtig, richtig geil so angeslidet kommt und die Gegner da so umhaut. Aber nee, hat sie nichts getan. Leider Gottes. Aber hier muss man mal einen coolen Move hinlegen. Ich finde es so geil, wenn der das Batmobil ruft und dann das Batmobil so angecruised kommt und Batman so geil abholt. Das sieht echt cool aus. Schon geil. Bisschen Gas geben hier. Genau. Ich will ganz nach oben. So. Bestätigt der Sichtkontakt zum Alpha-Ziel hat Priorität. Die Fledermaus versteckt sich. Jo Leute, also, das war es mal wieder gewesen. Ja, das Spiel ist einfach nur genial. Es macht mega viel Fun. So ein kurzes Zwischenfazit. Ja, es ist unterhaltsamer, als wie man vielleicht gedacht hätte. Es gibt viel zu tun, es gibt viel Nebenquests, man hat relativ Freiheiten, sage ich mal. Ich bin gespannt, wie lang das Spiel noch ist. Ich bin auch sehr gespannt, wie die Story weitergeht, vor allen Dingen, was wir noch für Gegner treffen. Und auch gut zu erfahren, was es noch für Fähigkeiten gibt oder wie man die noch einsetzen kann und so. Wie man das alles miteinander kombinieren kann, das ist schon sehr interessant und ich freue mich wirklich tierisch drauf, das weiterzuspielen, das Game. Ja, wenn es euch gefallen hat, teilt das Video, schreibt mir Kommentare, macht ein paar Likes, und ja, ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge auch wieder dabei und dann schönen Abend und Servus!